Ja, das hast du im Titel richtig gelesen. So schreibst du schlechte Noten mit ganz viel Zeitaufwand, wo du deine gesamte Freizeit für die Uni aufopferst und trotzdem nicht die Ergebnisse siehst, die du haben willst. Oder mit anderen Worten, ich möchte mal in diesem Video dir ein paar Fehler aufklären, den viele eben machen und was du stattdessen tun solltest, den viele Studenten eben in der Vorlesungszeit schon machen oder in der Klausurvorbereitung oder in der Klausurenphase selbst, die aber ganz leicht zu vermeiden sind. Und die im Endeffekt dafür sorgen, dass du entweder Zeit verschwendest oder eben die dich im Endeffekt Notenpunkte kosten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Error Up YouTube Kanal. Ich bin Niklas und falls du neu bist auf dem Kanal, hier dreht sich alles darum, wie du bessere Noten mit weniger Zeitaufwand schreibst und dir dein Studium so aufbaust, dass du relevante Praxiserfahrungen schon während dem Studium sammelst, um danach schon in Top-Firmen einsteigen kannst, dass du also eine klare Vorstellung davon hast, wo es für dich nach dem Studium konkret hingehen soll. Und in diesem Video, wie gesagt, möchte ich dir mal die drei gängige Fehler mitgeben, den viele machen, die sie im Endeffekt viel Zeit und aber eben im Endeffekt auch Notenpunkte kosten und die einfach sehr ärgerlich sind und die ich aber immer und immer wieder eben festgestellt habe. Und der erste Punkt ist nämlich gleich mal, auf YouTube gibt es endlose Videos über Lernmethodiken. Auf unserem Channel gibt es auch 1-2 Videos, aber das ist eher bedeckt, weil das ist so ein Thema, das ist schon extrem durchgekaut, da gibt es extrem viel Inhalte zu und vieles auch nicht so Sinnvolles. Und da möchte man mitgeben, es ist ein großer Fehler, dass man sich immer wieder so einzelne Lernmethodiken anschaut. Dass man so, okay, ich nehme ein bisschen davon raus und nehme irgendwie ein bisschen davon raus und probiere das aus, anstatt mal das Lernen an sich grundsätzlich zu überdenken. Und da ist so das Stichwort intrinsische Motivation, wirklich eine intrinsische Motivation für sein Studium aufzubauen. Also vielen fällt ja das schwer, sich wirklich fürs Lernen hinzusetzen oder auch mal konstant fürs Lernen hinzusetzen oder eben für bestimmte Fächer. Und da helfen eben bestimmte einzelne Lernmethodiken nichts. Und jetzt musst du irgendwie, wenn dir Mathe schwerfällt, irgendwie da eine besondere Lernmethodik anwenden oder so, das macht keinen Sinn. Sondern da musst du das mal grundsätzlich überdenken und dir eben da intrinsische Motivation aufbauen. Also eine Motivation, die du hast, während du, das ist die Definition, während du die Handlung ausführst oder während du die Sache ausführst, wo du dich dann schon motiviert fühlst. Und da ist eben so, das ist oft so eine Einstellungssache. Das ist so eine Sache, wie du dem Lernen gegenüber eingestellt bist. Oftmals hängt es auch damit zusammen, ob du überhaupt ein klares Ziel hast. Da komme ich aber später noch dazu mit dem Studium und eben wie eben deine Erfahrungen der Vergangenheit sind. Nur weil du in der Vergangenheit mal in dem Fach eine schlechte Note geschrieben hast oder immer eine schlechte Note schreibst, muss das nicht heißen, dass du das immer tun wirst oder so. Das ist ja oft bei Mathe bei sehr vielen, dass sie sich schon immer schwer getan haben und dann reden sie sich auch selber die ganze Zeit ein, dass sie das eben, dass einfach schwer für sie ist oder sie können das nicht. Und dann schränkt man sich damit eben sehr ein. Und da hilft es nicht, irgendwie einzelne neue Lernmethodiken zu suchen, sondern muss das mal grundsätzlich überdenken, mal grundsätzlich diese Überzeugung und diese Einstellung ändern, damit du eben auch dort, sag ich mal so, dieses Plateau durchbrichst und dann eben auch da bessere Noten schreibst. Und der zweite Punkt, das klingt ein wenig, geht so ein bisschen in die Richtung vom ersten Punkt auch, aber viele suchen, es ist generell so diese Sache, so immer wieder nach neuen Lernmethodiken suchen. Es nennt sich auch so Shiny Objects. Das ist so, dass da alles, was glänzt, was gerade so im Trend ist, das sucht man, da geht man gleich hin und das probiert man gleich für sich aus. Und da eine Woche später gibt es schon wieder was Neues und dann probiert man wieder was anderes aus. Aber dieses ständige Hin- und Herwechseln, dieses ständige immer wieder was Neues suchen, wird dich immer weniger zum Erfolg führen, als wenn du dich mal auf eine Sache konzentrierst und fokussierst und dort konstant drin bist. Das ist generell, ein Studium ist immer über mehrere Jahre natürlich ausgelegt und da wird einfach Konstanz belohnt. Es wird einfach belohnt, wenn du in einer Sache konstant bist, natürlich dich auch dort konstant verbesserst. Also nur weil du sagst, einmal du hast was gefunden, was für dich funktioniert, dann bleibst du für immer dabei und das änderst du nicht. Natürlich immer schauen, wie du das so ein bisschen noch anpassen und optimieren kannst, aber da solltest du nichts Grundlegendes noch ändern. An deinen Methoden, wie du lernst. Wenn du jetzt gerade sehr viel über Lernzettel bei dir lernst und jetzt siehst du auf einmal ein Video, oh, Lernzettel sind überhaupt nicht sinnvoll, haben wir ja teilweise auch Videos drüber gemacht, das aber auch aus anderen Gründen noch. Und jetzt muss ich unbedingt damit aufhören. Aber wenn du damit, wenn das eigentlich für dich funktioniert hat und du damit überhaupt keine Probleme hast, wenn du sagst, du kriegst das effizient hin und schreibst auch die Noten, die du schreiben willst und das auch im Vergleich zu anderen noch in einer akzeptablen Zeit, dann go for it, dann nutzt das. Es gibt keine allgemeingültige, perfekte Lernmethodik.
Du musst dir die gewissermaßen selber erschaffen und da eben ständig so immer wieder was Neues zu suchen, das wird dich ablenken und eher dir dadurch enorm viel Zeit kosten oder eben auch Noten im Endeffekt kosten. Also nicht immer wieder was Neues suchen, sondern mal mit einer Sache, die funktioniert, dranbleiben und dann das weiter ausbauen und dort konstant drin sein. Das wird immer mehr, immer sinnvoller sein. Und als dritten Punkt ist so ein klassisches Symptom, könnte man das nennen, von vielen Studenten. Ja, ich studiere jetzt einfach erstmal. Ich muss jetzt ja noch nicht wissen, in 2 Jahren bin ich erst fertig mit dem Bachelor, dann mache ich wahrscheinlich noch einen Master und dann ja, mal schauen, wie es dann wird sich das schon ergeben. Aber gerade das ist oftmals der Grund dafür, warum viele prokrastinieren im Studium. Prokrastination, also dass du die Dinge aufschiebst, dass du dir sagst, eigentlich hätte ich heute noch die Vorlesung anschauen müssen. Ja, mache ich morgen, kriege ich morgen hin. Also es wird alles aufgeschoben, schon während den Semestern, dadurch zieht sich das Studium noch länger und so weiter und so fort. Und die Lösung dafür ist auch nicht irgendwie eine neue Fokusmethode oder so, sondern ist einfach mal ein klares Ziel vor Augen zu haben, wo es überhaupt hingehen soll. Hey, willst du überhaupt später Richtung wirklich die Arbeit auch reinstecken, in Führungskraft zu werden oder Manager zu werden? Willst du das wirklich für dich später machen? Oder willst du später in irgendeinen anderen Bereich in der Firma rein? Was ist dir da überhaupt wichtig? Wo willst du überhaupt konkret hin? Wenn du nämlich gar kein klares Ziel vor Augen hast, kannst du auch gar keinen groben Plan zumindest für dein Studium haben. Und dann weißt du auch gar nicht so richtig, wofür du das Ganze überhaupt machst. Und das wird dich dadurch im Endeffekt viel Zeit kosten, weil du dann irgendwie irgendwo so unterbewusst immer denkst, wofür mache ich das Ganze eigentlich? Wofür soll ich mich jetzt nochmal diese extra Stunde hinsetzen und jetzt nochmal die Zeit reinstecken, wenn ich eigentlich gar nicht weiß, wofür ich das überhaupt mache? Wenn du sagst, du fliegst in den Urlaub, dann weißt du ganz genau, wofür du in den Urlaub fliegst, weil du da dir bestimmte Sehenswürdigkeiten ansehen willst, weil du da gut essen willst, weil du da Sonne haben willst, weil du da an den Strand gehen willst, baden gehen willst, was auch immer. Dann hast du dann irgendwo schon einen groben Plan zumindest. Im Studium haben das aber die wenigsten oder die das nicht haben, die schieben sich dann irgendwie ganz viel auf und dann kostet das eben enorm viel unnötige Zeit, die man eben einsparen kann. Also kurz zusammengefasst, das sind so die größten Fehler, die irgendwie viele machen. Jetzt einmal so immer wieder nach so einzelnen Lernmethodiken suchen, für Fächer, in denen es schwerfällt, anstatt mal wirklich das grundsätzlich zu überdenken und mal grundsätzlich die Einstellung zu ändern und sich zu fragen, warum ist mir das überhaupt gerade, habe ich da überhaupt keine Lust drauf. Und das mal wirklich dort zu lösen. Als zweites immer wieder so nach neuen Methodiken suchen und sich sehr leicht beeinflussen lassen. Das geht da auch mit rein. So, oh, da sagt jemand, Lernzettel sind das Schlimmste, aber ich habe schon immer damit gelernt, ich schreibe 1,0 und mit kaum Aufwand oder 1,7 mit kaum Aufwand und jetzt, oh, das muss ich jetzt irgendwie sein lassen oder so. Sich da auch so verunsichern lassen, sondern da auch mit bei einer Sache bleiben, die für einen funktioniert und die lieber ausbauen, anstatt immer wieder das Ganze zu wechseln. Und als drittes, zu studieren ohne ein wirkliches Ziel und damit ohne einen wirklichen Plan zu haben, wo es überhaupt hingehen soll und dadurch eben auch sehr viel zu prokrastinieren. Und da ist auch nicht die Lösung irgendwie eine neue Fokusmethode und irgendwie meditieren oder irgendwie sowas, sondern da hilft es wirklich mal, ein Ziel vor Augen zu haben, sich ein Ziel zu finden und dann eben darauf hinzuarbeiten und dann zu wissen, wofür man das Ganze überhaupt macht. Und falls dir jetzt einige Fragen aufgekommen sind, wo du nicht so richtig weiter weißt oder du hast dich in einigen Situationen wiedererkannt und möchtest das mal alles gelöst haben, dann kannst du dich mal gern unter dem Video im ersten Link auf unserer Website für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Da wird dich jemand aus unserem Team kontaktieren, mal kurz schauen, wie deine aktuelle Situation ist, wo du stehst und wo du hin möchtest. Und dann hast du damit die Möglichkeit auf eine 90-minütige Beratung mit einem unserer Experten, wo er sich intensiv mit dir hinsetzt und dir mal eben so ein klares Ziel ausarbeitet und dir einen klaren Plan gibt, wie du das eben erreichen kannst oder wie du es eben schaffst, bessere Noten mit weniger Aufwand zu schreiben. Wenn das für dich interessant klingt, einfach mal unten eintragen. Und ansonsten lass ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bewerte das Video und dann wünsche ich dir viel Erfolg in der nächsten Klausurenphase. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dein Niklas. Ciao.